Einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum ersten Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen in 2022. Natürlich mit Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat begrüßen. Ich bin gespannt, ob die Live-Tradings genauso spannend bleiben wie auch im letzten Jahr. Aber davon gehe ich sehr sicher aus, denn wir kennen den Dirk ja alle. Ne? Und ich will gar nicht lang drum rumreden, sondern direkt zum Risikohinweis springen. Sie kennen es alle, nichts hat sich geändert. Das Webinar dient immer noch nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze hier nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Dirk sagen oder zeigen wird. Denn am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die getroffen werden muss. Das ist ganz wichtig, immer von unserer Seite zu Beginn zu sagen. Gut, Dirk, ich würde sagen, Ja. ich gebe dir mal den Bildschirm. Zack, 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 zack. Dann Feuer frei. Viel Erfolg. Wenn was sein sollte, ich bin ja da. Genau, du bist da und hältst ein bisschen Händchen, So sieht's aus. Genauso. ne? Okay. So, dann sage ich auch mal von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen aus dem heute nicht sonnigen Kalifornien. Ich habe es ja gerade schon irgendwie angedeutet, ich bin heute ausgeschlafen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe erschreckend wach aus, habe ich gerade festgestellt, weil ich irgendwie schon ein paar Stunden länger auf bin. Es könnte am Vollmond liegen, ich weiß es nicht. Freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass wir heute hier wieder zusammenkommen beim Live-Trading, höchstwahrscheinlich Live-Trading-Webinar hier mit FX Flat. Und das ist, wie der Florian auch gerade schon gesagt hat, hier das erste Mal für dieses Jahr, wobei wir hatten ja schon das NFP-Webinar, aber nicht hier die Live-Trading bzw. die Eröffnungsrunde am Morgen. So, ja, was soll ich da noch groß zu sagen? Ne? Ich würde sagen, wir gehen mal irgendwie zum Markt. Ich freue mich natürlich immer, ne, über euer Feedback. Das ist jetzt gut. Also es geht ja immer grundsätzlich um meine Hemden, ja, aber das ist jetzt neu, dass das das Profit-Hemd ist. Da bin ich mal gespannt, ob das dann sich wirklich gleich auch bewahrheitet und ob das soweit passt. Ah, ich kriege hier, ach, guck mal, hier nette Kommentare heute. Jung sieht er heute aus, ja. Ich sag ja, ich fühle mich sehr erschreckend ausgeschlafen, wach aus. Und ich bin wirklich seit irgendwie, keine Ahnung, halb sechs oder so, bin ich irgendwie am Start. Und ja, weiß auch nicht. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Wir werden es wohl gleich rausfinden. Ich gehe jetzt mal rüber auf den Chart und erstmal auf den Überblick, wie gehabt, nämlich erstmal im H1. Was? Senile Bettflucht? Nee, nee, also ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Aber ich habe ein bisschen stressige Woche und da kommen einem nachts dann irgendwie so die Sachen, die man noch zu tun hat, fallen einem da irgendwie ein und dann ist man irgendwie wach und kann nicht mehr schlafen. Bei mir ist gerade irgendwie so privat so ein bisschen was im Umbruch und das erfordert so ein bisschen Aufmerksamkeit. So, also linke Seite DAX, rechte Seite Dow. Der Dow hat ja gestern Pause gehabt wegen, was war das? Martin Luther King Day oder irgend sowas, ne? Was? Ob ich. Komme ich gleich drauf zurück. Da war halt gestern zumindest kein Kassamarkt, sondern eben nur der Future-Markt. Der DAX ist ganz normal im Kassamarkt auch gelaufen, kam allerdings nicht besonders weit. Hier oben sehen wir halt die Range, die wir da gestern hatten, hier in dem Bereich. Und ich würde mich tatsächlich auch heute, glaube ich, eher mal auf den DAX konzentrieren, also zumindest mal hier in den Eröffnungsminuten. Und weil das hier könnte eigentlich relativ stressfrei zumindest mal in dem Bereich hier auflösen jetzt gleich, beziehungsweise was heißt auflösen, ja, erstmal dahin laufen, dann die Tiefs nochmal testen, das wäre so das Naheliegendste, was mir hier auffällt, ansonsten hier oben dann halt eben Short. Also was man hier gestern sieht, ist halt einfach nur so ein bisschen runter, ein bisschen rauf und dann halt hier fest gefressen, mehr oder weniger in der Range, keine neuen Hochs, da ging es nicht weiter, und hier halt jetzt auch über Nacht, ne, hier entsprechend den letzten Käufer hier halt auch nochmal eliminiert und wir bohren schon wieder auf der Unterseite und starten eigentlich unter dem Kassatief von gestern. So, das ist natürlich immer so die Betrachtungsweise, so heißt für die einen dann halt, oh, ist wieder günstiger als gestern, klar, und die anderen sagen dann halt, nee, da oben ist nichts nachgekommen und wir stehen unter gestern, also es bringt nichts, da gehen wir raus.
Und deswegen haben wir hier natürlich, ich würde es jetzt nicht unbedingt unentschieden nennen, aber ich würde schon eher tippen, dass der erste Impuls nach unten geht. Muss nicht sein, wie gesagt, es gibt dann noch die ganz Schlauen, die dann sagen, ja, ist günstig, da kaufe ich jetzt erstmal und dann laufen wir erstmal hoch. Also die beiden Möglichkeiten haben wir jetzt hier. Im DAO sehen wir auf der anderen Seite, das war hier der Freitag, also nicht das hier, sondern dieser Support wurde am Freitag hier nochmal getestet. Hier die grüne Zone, da ist nicht wahnsinnig viel passiert. Generell hat der Markt aber nach unten geschlossen am Freitag und gestern kam halt nicht so wahnsinnig viel hinterher, auch nur hier so ein bisschen Geschiebe auf dem letzten, ja, auf der letzten, wie soll ich sagen, Käufer, Aktionsseite, Aktionsrange. Und da stehen wir halt auch nochmal und mehr war da halt jetzt auch wieder nicht passiert gestern. Und von daher könnte der ebenfalls guten Tendenzen nach unten haben. Aber natürlich hier die Range halt auch von gestern, die habe ich halt auch im Auge. Das heißt, generell ist der Markt neigt ja immer dazu, wenn er eine Range erstmal verlässt. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. So wie das halt hier passiert ist, die Range verlässt, die wird gerne auch nochmal von unten getestet. Und das wäre dann eben genau dieser Bereich und damit halt auch der SMA 20 hier im H1, wo er nochmal hinlaufen könnte. Das kann halt schon sein, einmal kurz hin und dann wieder runter hier unten in die neue Range. Und das hätte jetzt so meine Hauptaufmerksamkeit eigentlich an der Stelle ganz genauso, ne? Also, und hier haben wir natürlich das Gleiche. Das heißt, hier hatten wir im DAX hatten wir die Range. Die ist jetzt verlassen worden, nicht wirklich zurückgetestet. Hier schon jetzt Overnight. Das müsste irgendwie so um 5 Uhr gewesen sein. Einmal kurz nach oben getestet und dann halt weiter runter. Der könnte eigentlich leichter erstmal ein bisschen nach unten wegbrechen. Was heißt brechen, ne? Da wird man dann halt auch sehen müssen, hält das oder hält das nicht. Und wenn nicht, dann sind wir halt eine Etage tiefer. Und auf der Long-Seite sehe ich da halt irgendwie, ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel gerade. Also auch wenn der jetzt irgendwie um 9 Uhr nicht direkt runterkommen sollte, aber da oben weiter, halte ich für ein bisschen fragwürdig, ne? Weil man hier auch schon sieht, diese Supports hier am Donnerstag müsste das gewesen sein, da oben, wo er sich versucht hat zu halten und dann da drunter gebrochen ist. Und da stößt er jetzt die ganze Zeit hier von der Unterseite nochmal an. Das heißt, die ist schon mehrfach von unten bestätigt. Da kommt nichts mehr nach. Das heißt, longseitig ist da, glaube ich, erstmal heute weniger zu holen. Dann halt eher wohl der Versuch auf der Unterseite und dann halt mal sehen, ob wir da durchkommen oder ob wir nicht seitwärts bleiben. Also, wenn jemand andere Ideen hat, natürlich gerne her damit. Ich übersehe auch schon mal ganz gerne was. Dann kann man natürlich auf jeden Fall auch mit einfließen lassen. Im DAO weiß ich nicht, wer da noch dabei ist. Ich hatte ja war das am Freitag oder am Donnerstag, den Short gepostet hier oben bei dem, das war die Stelle hier oben, ne, hier in dem Rücklauf auf die 400 genau war das. Und da hatte ich ja noch ein Sechsel drin gelassen, den habe ich jetzt versucht auch noch mal ein bisschen auszubauen. Weiß nicht, ob da noch jemand dabei ist, ob den überhaupt jemand mitgemacht hat oder durchgehalten hat. Aber der ist natürlich insgesamt sehr safe da oben auf der Seite. Das heißt, es wird dorthin laufen, die Chance ist relativ gering. Trotzdem ist es natürlich eine Geschmackssache, ob man halt die 300 Punkte, die ja hier nochmal zurückgekommen ist, ob man das aushalten will oder nicht. Aber ich finde, mit einer überschaubaren Positionsgröße oder einem Rest kann man das natürlich dann sich auch mal angucken. Und rein von der Trendmechanik, ja, sieht das Ganze ja halt relativ klar. Also für meine Begriffe ist das schon relativ klar. Jetzt im DAO halt nochmal. Also wir sehen halt hier nur hier den Bruch, ja, also von dem Long Support. Das heißt, der ist gebrochen worden in dem Bereich. Da haben wir dann den Rücklauf gehabt an die Bruchstelle, eigentlich sehr, sehr sauber. Dann halt hier neues Tief unter dem Tief hier. Und was wir jetzt haben, ist halt hier eine Korrekturbewegung ohne irgendwelche neuen Hochs und hier so ein bisschen Geschrabbel auf der Seite. Das heißt, Long ist das nicht. Also vom Trend her zumindest nicht. Trotzdem gibt es natürlich immer Gegenbewegung, aber generell sollte das eigentlich auch schon wieder auch nach unten auflösen können. Wenn wir hier drüber laufen, über das letzte korrektive High, dann wahrscheinlich eher seitwärts, ne? Weil hier, was man hier jetzt halt schon sieht, unter dem letzten Support, also die 36.041 im DAO, die ist halt nicht wirklich getestet worden. Da fehlt halt also noch so ein kleines Stück hier. Ne? Man sieht es. Also von hier bis hier, da ist so ein bisschen Luft. Und sehr oft macht ihr das eigentlich so, dass er zumindest da halt reinläuft
in diese letzten Supports und dann halt wieder runterkommt. Das heißt, es kann halt schon sein, dass wir dann halt so eine Bewegung kriegen, also hier quasi dann eine weitere Korrekturwelle, die dann halt ein bisschen höher geht. Und ich hatte auch gestern schon geschrieben, maximal 36.145 sind drin. Erscheint mir heute ehrlich gesagt so ein bisschen hoch, aber dass wir hier nochmal hinlaufen, nochmal über die 36.000 und dann zum Beispiel runterkommen, wäre genauso gut denkbar, ne? Also, dass wir halt dann irgendwie sowas kriegen. Das könnte natürlich genauso gut passieren. Also, das sind so die Sachen, die muss man halt so ein bisschen im Auge behalten und dann halt versuchen, sich darauf einzustellen. Ob und wie weit das jetzt halt gelingt, das werden wir halt mal sehen. Aber das sind eben so die Dinger, die man halt wirklich im Auge behalten muss. Da fragt gerade der Norm, wo habe ich das gepostet? Das war in der Facebook-Gruppe letzten, ich glaube Donnerstag war das, der Trade. Und da hatte ich auch, also die Reise rauf, also der erste Long dahin war irgendwie, glaube ich, mit 77 Punkte. Der hat auch perfekt gepasst und dann halt eben direkt den Short dran gepackt. 200 Punkte mitgenommen und den Rest drin gelassen. Oder über 200 Punkte. Und ja, das sind halt Gelegenheiten. Also, wenn ich sowas sehe, die poste ich dann natürlich auch mal. Auch wenn ich da halt generell, muss ich natürlich auch zugeben, in letzter Zeit so ein bisschen zurückhaltender war, was halt Trade-Posting Trade-Posting angeht. Aber nichtsdestotrotz immer wieder. Wenn sich was anbietet, dann gehe ich da auch näher drauf ein. Gap Close. Welches Gap? Von welchem Gap reden wir denn? Also fragt hier der Frank, wäre kein Short-Signal. Das wäre jetzt halt mal die Frage, weil im Future haben wir hier kein Gap, soweit ich das sehe. Ist dann wahrscheinlich eher gemeint, das Kassa-Gap dann wahrscheinlich. Dann. Also im DAX. Also Kassa dann wahrscheinlich, ne? Ja, tendenziell eher nicht, sage ich halt ja auch immer, ne? Gap Close von unten ist kein Short-Signal und umgekehrt auch nicht. Und meistens stimmt es auch. Und oft ist es auch so, dass er dann an dem Punkt, also am Kassaschluss, nicht unbedingt abprallt, sondern halt dann eher dann halt dort durchläuft. Mal kurz neue Session. Und da und. Mal kurz zwei, drei Sachen umstellen. Da auch. Mal gucken, wie wir da irgendwie klarkommen. Also hier jetzt im DAX. Ich mache mal die Levels entsprechend an. Also hier oben ist der Kassaschluss von gestern. Das war jetzt wahrscheinlich dann gemeint von dem Frank. Also wenn wir da hinlaufen, dass das dann kein Short-Signal wäre. Ja, das sehe ich schon so. Das heißt, wenn wir dorthin laufen, laufen wir wahrscheinlich auch noch weiter. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier anfängt. Also generell, ich meine, hier sieht man es ja von der Stunde her, ne? Also hier abfallende Hochs und drückt nach unten, kommt aber unten nicht wirklich durch. Also wäre schon denkbar, dass der hier halt tatsächlich auch nochmal über die 8 Uhr drüber läuft. Muss mal gucken, wo wir denn da stehen. Also als Beispiel hier die 920, das wäre ja unterhalb vom Gap. Ne? Also das wäre dann halt so ein Rücklaufpunkt hier als Beispiel, wo wir halt jetzt hinlaufen könnten. Das ist auch nicht wirklich weit, das sind gerade mal 30 Punkte. Ne? Auch wenn das jetzt hier irgendwie alle Stundenkerzen sind, aber so wahnsinnig volatil ist das jetzt nicht unbedingt, was da passiert ist. Und das wäre halt auch hier sauber unter dem Gap. Also wenn er das halt so machen sollte, wäre das eigentlich schon ganz okay. Stop mache ich mal ein bisschen großzügiger erstmal. Und weil ich die Position ja auch so ein bisschen zurückhaltend von der Dimensionierung habe. Jetzt muss ich nochmal gucken. Einmal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier was checken. Muss hier nur kurz was im Auge behalten, bin aber dann auch jetzt sofort wieder da. So, alright. Also Kassaeröffnung, erster Impuls runter, aber wenn der weitergeht, ich glaube, ich würde ihn direkt versuchen mitzunehmen. Mal gucken, ob das eine gute Idee war. Das werden wir dann wie immer gleich wissen.
muss man halt aber im Zweifelsfall recht schnell dann auch absichern, ne? Also hier eigentlich direkt absichern und dann mal halt gucken, ob wir da unten durchkommen, ein Stück weit oder nicht. Aber wir sind ja eigentlich schon da unten. So, und da habe ich ja gesagt, da laufen wir hin. So, das waren jetzt mal kurz ein paar Punkte. Ja, 10 Punkte. Ganz schnell ein paar Sekunden, die kann man mal machen. Aber wie gesagt, ich fürchte halt schon so ein bisschen, dass der nicht wahnsinnig weit kommt, sondern erstmal da unten jetzt versucht aufzusetzen und dann erstmal wieder hochzieht. Könnte passieren. Es war jetzt sehr, sehr schnell. Ich weiß. Aber ich habe ja vorhin auch gesagt, mit dem Impuls, das kann schon sein, dass das passiert und dann kann man da halt auch eigentlich relativ schnell da reingehen. Jetzt kann man natürlich hier, wenn man unbedingt will, auch direkt dagegen halten, Vita, ne? Kann man natürlich auch machen. Weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich würde jetzt nur mal ganz kurz auf den, lass mal hier den DAX kurz DAX sein und gehe mal hier kurz auf den, da, wo habe ich denn den hier? Ist das der hier? Nee. Ah, okay. Ja, den würde ich mal irgendwie kurz wegmachen. Ich hatte nämlich noch eine Skalierung drin. Das ist noch dieser Short Trade. Soll man sich jetzt aber nicht unbedingt weiter dran stören. So, gehen wir wieder zurück auf die andere Strategie. Ne, weil wie man sieht, also der DAO, deswegen habe ich den jetzt gerade rausgenommen, weil ich hab den so ein bisschen doof da unten gefüllt und deswegen habe ich da eine Position wieder weggenommen, weil ich halt schon so ein bisschen vermute, dass da halt Gegenwehr kommt. Ging zu schnell, ne? Ich weiß. Könnt ihr ruhig sagen. Aber manchmal muss man halt schnell sein. Ich gucke jetzt mal eben. Also hier im DAX nochmal. Stunde. Das ist das gleiche Bild wie eben. So, das wäre halt so das Target, wo wir hinlaufen könnten. Ich habe 7, 8, 9. Das sind 50 Punkte. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel dran, dass der da direkt hinläuft. Wenn, dann wäre es natürlich ein bisschen schade um den Short von eben. Aber es kann schon sein, dass wir hier einen Rücklauf kriegen. Wir werden es gleich sehen. Aber ich wollte den halt echt nicht irgendwie aushalten, weil das war mir so ein bisschen zu ungewiss. Ich meine, jetzt im Nachhinein sieht es natürlich doof aus, ne? Läuft jetzt 50 Punkte runter, 10 mitgenommen, aber war mir nicht so ganz geheuer. Das war mir nicht so ganz geheuer, ne? So, und hier sieht man jetzt das Low an der Stelle, wenn man das mal genau kennzeichnet. Nämlich hier die 832. Das ist hier das alte Low. Ja, also hier quasi. Und der gehört natürlich auch grün, weil das ja ein Support ist. Da ist bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert, ne? Und da könnte es jetzt halt sein, dass es dann einfach nur eine kleine Übertreibung war. Ich mache auch hier mal kurz das Volumen an. Ich hoffe, ich habe den hier drin. Guck mal, da was erkennen kann, aber kann schon sein, dass da jetzt nichts mehr nachkommt und dass wir dann hier direkt wieder rauflaufen. Wenn man aber hier long mitgehen möchte, und dann trotzdem sollte man sich da, glaube ich, ein bisschen zurückhalten. Also von der Positionsgröße. Wir hängen hier jetzt erstmal auch nur unter der VA, also unter der Value Area. Also wenn es hier noch einmal reinstechen, kein neues Tief kommt, dann würde ich, glaube ich, mal versuchen, ein paar Punkte long mitzugehen und dann halt wirklich mal sehen, ob wir nicht doch nochmal den Rücklauf in die Range da oben schaffen. Also bei der 920. Das wäre natürlich eine Strecke, aber warum nicht? Ja. So, das heißt also hier über dieses Hoch, da müsste man dann halt rein. Wie gesagt, ich würde es aber skaliert machen. Also bitte nicht nachmachen, ne? Das ist sowieso nicht. Ich würde es aber skaliert machen. Das heißt erstmal klein. Wir haben hier kein neues Tief. Das ist jetzt auch nur der 1-Minuten-Chart. So, trotzdem mal kurz weg. Warum? Weil die 5-Minuten-Kerze jetzt fertig wird. Und die hat nicht mehr Zeit genug, weit genug hoch zu ziehen in einem Rutsch. In jetzt noch 5 Sekunden. Das ist mir ein bisschen wenig. Deswegen würde ich da erstmal kurz abwarten. Wenn da noch ein kleiner Impuls jetzt nachkommt, also, sorry, ist der 2-Minuten-Chart. Wenn da jetzt noch ein kleiner Impuls nachkommt und der kein neues Tief macht, dann ja.
So, das war der Grund, warum ich rausgegangen bin. So, hier M5. Da oben in dem Bild. So, wenn aber einer kommt, dann kann man das natürlich vergessen. Okay. So, einen Punkt würde ich, hänge ich mich jetzt nicht dran auf, aber wenn da jetzt noch mehr nach unten kommt, dann ist Long da wohl besser erstmal vom Tisch. Mal gespannt. Erstmal kommt nicht so wahnsinnig viel nach. Den DAO habe ich hier parallel auf, deswegen habe ich vorhin ja kurz wirklich mein Handy geschnappt, um da halt den DAO auch zumindest gleichzeitig beobachten zu können. Sorry. Ja, und hier sieht man jetzt ja auch schon, zumindest mal temporär, dass er jetzt gerade so ein bisschen was bremst. Heißt aber noch nichts, kann immer noch nach unten durchdrücken. Nur wenn jetzt, wie gesagt, der Rücklauf kommt, hier nur knapp unter dem Support. Und dann könnte es schon sein, dass wir nochmal da oben in die Value Area reinlaufen und vielleicht sogar auch nochmal zur Eröffnung. Aber da braucht es dann halt schon so ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Vola. Ja, wenn man den halt macht, klar, Stop gehört natürlich dann hier drunter, ne? Unter das letzte Tief. Ich habe jetzt keinen klassischen Stop-Loss, sondern hier einen Stop, eine Stop-Order, aber ist im Endeffekt das Gleiche. Ne? Also, beziehungsweise ich kann den ja jetzt genauso ziehen und dann passt das halt auch. Aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, ne? Die ganze Nummer hier. Weil das ist jetzt erstmal reine Spekulation, ob das jetzt wirklich dann halt nach oben so aufgeht oder nicht. Hier ist auch eine große Order, sieht man auch, ob die dann halt wirklich passt oder nicht, steht auf dem anderen Blatt, beziehungsweise ob die wirklich echt ist oder nicht. Und es ist natürlich auch insgesamt sehr früh, ne? Innerhalb von den ersten 15 Minuten jetzt hier einfach mal dagegen halten, dass der M15 da oben, und da muss jetzt dann aber auch relativ schnell was kommen, ne? Also dass zumindest die 5 Minuten Kerze wenigstens mal in die andere reinläuft. Ansonsten besser raus da. Ja, weil der M15 hätte halt schon die Chance, dann auch nochmal auf Anfang zurückzulaufen. Dann kann man da in Ruhe rausfinden, was das Ganze werden soll. Aber da kommt halt irgendwie ein bisschen wenig. Deswegen also auch hier, wie gesagt, mit halber Positionsgröße, beziehungsweise hier, ich würde halt bei dem Konto hier eigentlich mit 10 Euro pro Punkt sogar, aber ich, als im Webinar mal ein bisschen kleiner. So, jetzt sieht man hier halt auch, ne, 61 Kontrakte, das heißt, da ist die nächste Größe. Man könnte, wenn man todesmutig ist, direkt auch hier drüber jetzt nochmal reingehen. Ja, also hier über diesem Hoch, aber mal kurz warten. Der erste ist meistens keine gute Idee. Aber hier drunter müssen wir jetzt eigentlich auch nicht mal unbedingt. Ne? Hier sieht man ja die große Order. Auch hier der Support auf der Unterseite, wenn die echt ist, wird die halt auch an der Stelle gestützt. So, das meinte ich. Ne? Der erste ist meistens keine gute Idee, den zweiten kann man aber vielleicht machen. Ja, dass man den dann halt hier oben nochmal ausbaut, vorausgesetzt diese Geschichte hier hält und ist halt auch echt. Und wenn nicht, dann fehlen jetzt halt hier einfach 5 Punkte mit halbem Size oder Viertel Size. Das ist wirklich dann aber auch in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Dafür ist ja die Chance dann auch da, dass wir von hier nach oben durchrennen. Jetzt haben wir hier den, das hat man gerade gesehen, da hat sich verschoben der Point of Control an der Stelle. Das heißt, hier haben wir jetzt den meisten Umsatz bis heute. Also hier ist dann halt schon, sind dann schon größere Marktteilnehmer dann auch aktiv. Jetzt an dem Punkt, jetzt wird man dann halt sehen, wohin sich das durchsetzt. Eigentlich ist es nicht gut. Ich hätte mir gewünscht, der bleibt da oben und wir gucken uns das dann in Ruhe an, was dort passiert. Jetzt haben wir aber leider genau hier und hängen dann jetzt so ein bisschen zwischen den Playern. So, ist aber okay, ne? Das waren jetzt 5 Punkte, also eigentlich nur 2,5, die von den 10 nochmal weggehen. Sorry, ich habe irgendwie trockenen Hals. Ach. So, kurz wieder weg. Das sieht man ja, das hat ja auch gereicht, ne? Jetzt hier irgendwie mit 5 Punkten da
war das schon okay. Mit dem Point of Control, das weiß man halt vorher nicht, aber wenn man dann halt sieht, der schiebt sich dann nach unten, dann weiß man auch, okay, hier unten sind auf jeden Fall ein paar größere am Start, da macht es auch irgendwie keinen Sinn. Und da halt irgendwie auf eigene Ideen oder darauf dann zu beharren. Ne? Und wie gesagt, bin ja auch super klein da auch reingegangen. Von daher alles okay. So, jetzt wird man wahrscheinlich dann sehen, dass wir da unten die 7, 8, 9 anlaufen. Wenn man ganz todesmutig ist, kann man hier direkt Short gehen. Ist natürlich auch wieder keine Empfehlung, ist klar. Und dann halt versuchen, die Strecke bis da unten hin mitzubekommen, ne? Weil der M15, der wird wohl eher nicht mehr grün. Das heißt, bis 9:15 Uhr laufen wir wohl eher nicht mehr auf Anfang zurück, sondern setzen die ganze Geschichte wohl eher nach unten fort. So, man kann, wie gesagt, wenn man möchte, ich mache es jetzt mal nicht, ich würde es wahrscheinlich tatsächlich machen, wenn es jetzt nicht gerade ein Webinar wäre, aber hier einfach Short reingehen und versuchen, den Impuls damit zu handeln. Nur mal gedanklich, also hier war das, passiert nichts, solange ich die Maus nicht loslasse, nur damit man mal sieht, wo das Ganze gewesen ist, wo ich das gesagt habe. Und die 7, 8, 9 ist hier links violett und ist im H1 das passende Level in blau. Ne? Da sieht man ja, dass der jetzt gerade auch relativ klar da unten hindrückt. Wird wahrscheinlich dann auch ein Stück weit drücken durch die 775. Und dann kann man, wenn man nochmal möchte, irgendwie nochmal versuchen, da halt reinzugehen und dann halt die Gegenbewegung dann halt mitzunehmen. Wobei aber, ne, ich meine, der Trend ist short. Man muss nicht unbedingt solche verrückten Sachen machen. Man kann dann auch einfach sagen, ja gut, warte ich mal, was kommt und versuche mich nachher dann irgendwie nochmal da dran zu hängen, wenn die ganze Geschichte dann halt, oder wenn die Stunde dann halt mal um ist und das Ganze so ein bisschen mehr etabliert ist. Das ist übrigens auch typisch, was wir jetzt wahrscheinlich sehen werden, ist hier ein kleiner Gap Close. Ja, da war ja gerade ein kleines Gap im M2. Boah, ich habe so einen trockenen Hals, was ist das denn? Und das ist das gleiche Prinzip wie mit den großen Gaps. Wenn so ein Gap erstmal zu ist, läuft der meistens ein Stück weiter. Ja, das heißt, der könnte jetzt tatsächlich schon wieder bis da oben hinlaufen und dort dann nochmal ansetzen. Ne? Hat man gerade gesehen, hier kleines Gap. Da war es, ne? Kleines Gap zu und läuft einfach ein paar Punkte weiter. Absolut typisch. So, heißt aber jetzt nicht, dass die ganze Geschichte hier umdreht, sondern einfach nur vom generellen Ansatz, wo ich immer sage, ein Gap Close von unten ist nicht short und läuft meistens ein paar Punkte durch. Und das sieht man ja hier halt jetzt gerade auch im ganz kleinen Timeframe. Natürlich dann quasi in der Mikrooptik, wenn man halt so will. Aber das Prinzip ist eigentlich fast immer das gleiche. Ob wir jetzt aber hier noch irgendwie einen sinnvollen Rücklauf kriegen. Schauen wir mal. Also, dann müssen wir jetzt hier auch mal gucken, wo setzen wir denn da auf? Also hier unten die 730, ne, das sind jetzt die 789, genau wie eben gesagt, da kann man eigentlich reingehen. Short. So, jetzt die 775, das wäre jetzt so die nächstmögliche Übertreibung, ist auch eine alte Trendgrenze, die werden interessanterweise immer wieder gerne dann auch angehandelt. So, und was wir hier aber sehen, ist die 730. Das war der letzte größere Support. Und ab da, also hier, startete ja quasi die Gegenbewegung. Das ist natürlich die völlig falsche Farbe. Und da könnte es jetzt dann halt schon sein, dass wir dort auch nochmal Käufer sehen und wir dann erstmal vielleicht um 9:30 Uhr ein bisschen mehr in die andere Richtung dann halt sehen. Aber ich würde mal tippen, hier der M15, der kriegt jetzt noch gleich einen hinterher, sodass der auch einmal sauber da unten reindrückt. Und dann, wie gesagt, muss man halt sehen, ob man es schafft, da nochmal in die andere Richtung ein paar Punkte mehr rauszuziehen. So, ist jetzt natürlich klar, hier im H1 so ein bisschen unübersichtlich, weil das halt hier natürlich auch lange gelaufen ist, hier in der Range. Das passt aber schon. So, und
Wenn man skalpen will, würde ich fast wetten, das kriegen wir hier unten gleich einmal einen kleinen Stich drunter und dann ein paar Punkte rückwärts. Muss man aber dann halt auch wieder schnell sein und wie gesagt, das ist wie immer. Keine Empfehlung. So, die 757, 775, irgendwann kriege ich es noch hin mit der Zahl. So, jetzt hier kleiner Nachimpuls, M15, gucken, vielleicht reicht das sogar schon. Und dann dürfte es ein bisschen Korrektur geben, aber hier unten fehlen noch so ein paar Pünktchen für meine Begriffe. Ansonsten würde ich da direkt auf der Oberseite nochmal Short versuchen anzupacken. Also hier oben irgendwo im Bereich von der VA müssen wir mal gucken, ob das gelingt. Falls wir da jetzt zuerst hinlaufen, könnte man da durchaus nochmal versuchen, nochmal dann auch Short mitzugehen. So, weil viel Setup wird man jetzt hier nicht finden im kleinen Timeframe, weil es ist ja viel zu wenig passiert, sondern es ging jetzt erstmal nur eine Richtung. Und was man da wahrscheinlich dann wirklich besser macht, ist sich an den Impuls dranhängen und versuchen, sich da halt irgendwo in den Markt einzukaufen. Geht dann wahrscheinlich ein bisschen schneller auf. Aber hier so ein kleiner Drücker nach unten, der wäre jetzt schon noch nett. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. 775 wäre das genau. Ich würde schon versuchen, so irgendwie zwei, drei Punkte drunter reinzukommen. Mit einer Limit Pullback natürlich. Das heißt, es sollte ja immer noch Leute geben, die das nicht können, kennen. Limit Pullback, das heißt, die würde nicht sofort an der Stelle gefillt werden, sondern erst nach einem Rücklauf. Und der ist dann eingestellt auf einen Punkt. Also einen Punkt Rücklauf bräuchten wir hier, den könnte man auch ein bisschen hochstellen. Dass wir zwei Punkte Rücklauf haben. Das heißt, wenn der Markt da unten hinkommt, klemmt die Order sich zwei Punkte dahinter und läuft mit dem Markt mit, bis er halt wieder zwei Punkte raufgelaufen ist. Und dann erst hat man den Fill. Und in der Regel führt das eben dazu, dass man den besseren Fill auch bekommt. Hier unten sehen wir jetzt auch übrigens, weiß nicht, kann man es erkennen? Nee, ist mein Kopf davor. So, gucken, ist das der Knopf hier? Ja, genau, das sieht man es ja. Hier auch im Daily, ne? Es ist halt auch ein Support an der Stelle. Die 789, das passt schon. Also, das ist schon gut möglich, dass wir da jetzt gleich ein bisschen mehr in die andere Richtung sehen. Muss nicht sein, aber. Ganz ohne weiteres durchfallen durch die ganze Nummer hier bis unter die 700 ohne Rücklauf, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und aber trotzdem natürlich nicht long, ne? Das ist halt auch klar. Also erstmal natürlich nicht, also long Trend meine ich damit im Daily. Den sehe ich da nicht. Ich sehe momentan nur, das da ist ein Support, es war ein Support und wo ein Support war, wird auch versucht werden, einen Support zu halten. Ne? Und deswegen glaube ich nicht, dass wir, wenn ich nochmal hier drauf gehe auf den Daily, dass wenn wir jetzt als Beispiel, wenn wir jetzt da runterkommen, ne, also auf dieses Low, dass wir da einfach so durchpurzeln, ohne dass es halt irgendwie zwischendurch mal wieder kräftig in die Richtung zieht, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ja, weil halt hier einfach, da wurde das Ding gekauft, da wurde es gekauft. Also das macht schon Sinn, wenn der da nicht einfach durchpurzelt. So, und falls doch, da gilt natürlich dann auch immer die Devise, wenn es ruppig wird, macht den Daily auf. So, hier die Limit Pullback. Ja, jetzt habe ich ein bisschen lame hier. Jetzt brauche ich hier aber ein bisschen Luft. Gerade nicht aufgepasst. So, das wäre aber die 775. Mal gucken, ob wir da jetzt ein paar Punkte kriegen oder nicht. Maximal wäre hier runter bis zu 730. Also, wenn man das skaliert durchhalten möchte. Dann braucht man ein bisschen Luft und Nerven. Ja, ich versuche es jetzt mal, ob wir das hinkriegen. Aber generell ist das halt für mich hier eine Supportzone und die hat schon Chancen, auch zu reagieren. Deswegen bin ich da jetzt mal, wäre ich da auch bereit, ein bisschen mehr Risiko da jetzt erstmal zu machen, würde es aber dann auch nicht übertreiben. Also der hat schon die Möglichkeit, hier unten rum zu stänkern und zu pokern. Und ich glaube nicht, dass das so leicht wird, da unten ganz durchzufallen. Ne? Das heißt,
Das Maximum wäre hier unten dann halt die 730, da müsste dann halt spätestens der nächste hin. Oder aber wir laufen jetzt halt hier direkt mit dem Stich, wie ich, den ich ja vorhin meinte, kleiner Stich in die 775 und dann wieder rauf. Das kann natürlich auch sein. Das weiß man natürlich nicht. Hier kann man jetzt relativ wenig erkennen. Was mir hier natürlich auffällt, ist, dass wir bis jetzt noch gar keine Korrektur haben. Das ist halt schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ob das dann halt wirklich dabei bleibt. Vermutlich eher nicht. Was? Ab zu 640? Ja, Norbert. Jetzt gönnen wir doch auch mal ein paar Punkte hier, bevor wir gleich den ganzen Markt kaputt machen. Ich will ja auch wieder Short, aber jetzt nicht wirklich. Bei der Heiko schreibt gerade bei 768 ist noch ein X-DAX Gap. Ja, da waren wir ja dann gerade, ne? Das heißt, da sind wir gerade. Ja, also das mit Gaps werden natürlich immer gerne angelaufen. Ich weiß halt nur nie, wie ich da einbeziehen soll, aber passt ja hier eigentlich soweit perfekt zur 775. Das passt ja erstmal gut. Und ich würde jetzt halt mal gucken. Also wir haben jetzt hier ein bisschen Reaktion. Wenn man jetzt die fünf verlorenen Punkte von vorhin wieder haben möchte, macht man hier einfach zu. Und dann hat sich der Fall auch schon erledigt. Ich würde jetzt aber wirklich mal gucken, ob wir hier im kleinen Timeframe nicht doch was irgendwie nach oben auch ein bisschen gebrochen kriegen und dann hier aus der Zone nochmal rauslaufen, nochmal über die 789 und dann halt hier im M5 versucht würde, da jetzt über die letzte da halt drüber zu kommen. Das wären 789, 798, Entschuldigung, 798. Das wäre genau hier. Mal gucken, ob er das jetzt versucht, dann halt hier schon rauszunehmen oder eben nicht. Aber das wäre jetzt natürlich so die erste Anlaufstelle, die dann halt jetzt überhaupt mal relevant wäre, sofern da jetzt halt noch ein bisschen mehr kommt, ne? Also wie gesagt, generell die Reaktion haben wir ja. Also für Scalping habe ich ja vorhin auch erwähnt, wenn man scalpen will und schnell sein will, geht das bestimmt. Die hatten wir hier auch schon. Ich würde aber trotzdem mal versuchen, hier so mal gucken, ob wir da halt nicht so ein bisschen mehr nach oben da halt noch hinbekommen. Das kann natürlich jetzt ein Fehler sein, aber bekanntlicherweise ist man ja nachher immer schlauer als vorher. Ist ja auch irgendwie merkwürdig, wenn es andersrum wäre. So, der Norbert will direkt zu 640. Ist mir ein bisschen viel. So. Können wir ja vielleicht am Nachmittag drüber reden. Oder nach 10. So, wenn ich hier durch bin. So, ne, das ist okay. Also jetzt einmal hier ganz runter. Und dann halt mal sehen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Also normalerweise gehe ich hier, wie gesagt, 10 Euro pro Punkt ist jetzt hier kein Problem bei dem Konto. Von daher ist das jetzt auch immer noch nur ein Viertel, ne? Das heißt, ich bin jetzt hier eigentlich 5 Punkte hinten gerechnet auf eine ganze Position. Auch wenn das hier wesentlich schlimmer aussieht, aber ist es nicht. Und dann halt, wie gesagt, vielleicht um 9:30 Uhr. So ein bisschen mehr. Ist natürlich bezogen auf den ersten Short eben natürlich so ein bisschen traurig, ne? Mit den 10 Punkten. Es wären ja minimal mehr gewesen, ne? Das wären ja schon so 8, 7, 6, ja, 100 Punkte hätten es sein können, sind aber dann jetzt tatsächlich dann irgendwie nur 10 gewesen. Na gut. War ich vielleicht doch nicht so wach, wie ich dachte. Aber mal gucken, ob das jetzt hier unten wirklich so kommt. Wäre natürlich nice. Also hier dieser Support, wenn man das bis in die Spitze ausreizt, dann sind wir hier natürlich bei 724. Mein Stop liegt auf jeden Fall darunter. Also 730, 724, das wäre so das Maximum. Der Stop liegt tiefer. Wir machen. Kann man zwischendurch mal Kaffee kochen und dann mal sehen, ob das dann halt irgendwie mit bisschen Geduld und dann halt funktioniert oder nicht. Aber schon recht ordentlich, ne? Die ganze Bewegung, die wir jetzt hier haben bei der Eröffnung. Jetzt nicht so wahnsinnig wenig. Ja, genau. Den Dow.
Was habe ich mir in den Blog geschrieben? Was hast du denn mir in den Blog geschrieben? Der Lutz. Bei 710, ja, da hätte man das, der war, habe ich vorhin den, aber gut, das passt schon mit dem DAU. Also der Short ist ja noch auf. Von daher bin ich da jetzt nicht unglücklich, dass der da fällt. Kann man irgendwie kurz mal. Ne, ich bleibe jetzt mal hier. Gehen wir dann nachher mal ganz kurz. So. So ein bisschen Bums bräuchten wir hier natürlich. So eine kleine grüne oder hellblaue. In meinem Fall reicht da jetzt noch nicht. Aber generell lässt die Motivation zumindest hier so ein bisschen nach. Ne? Man könnte das jetzt natürlich halt auch, wenn man da wirklich fest dran glaubt, dass das so kommt, natürlich auch hier quasi mit jeder langen Kerze, ne? Weil das ist ja oft so ein Indiz dafür, so dass da erstmal die Nummer fertig ist. Oder sagen wir es mal so, das erste Indiz, ja, könnte man natürlich dann halt jedes Mal dann auch noch mal eine reingeben und dann warten, bis die größere Zuckung nach oben kommt. Muss man aber nicht. Also ich würde halt schon irgendwie gucken, ob wir hier nicht auf der Unterseite wirklich das Maximum da ausreizen. Das halte ich dann auch schon für sicherer. Dann halt dort die Reaktion zu sehen, beziehungsweise die dann halt mitzunehmen, statt jetzt hier irgendwie zwischendrin zu viel zu raten. Ja, aber man sieht aber trotzdem, da kommt gerade irgendwie nichts mehr nach. Kein neues Tief. 27, 9:27 Uhr. Und es kann schon sein, dass wir das Ganze um 9:30 Uhr einmal kurz kräftig umdrehen. Das hätte man schon tatsächlich dann machen können. Aber wie gesagt, es ist ganz oft so, dass halt, wenn man eine lange Bewegung hat, M1 sieht sie nicht ganz so lang aus, M2 dann halt schon. Und das dann halt erstmal nichts mehr kommt. Aber bin trotzdem Freund davon, immer den Impuls dann mal abzuwarten. Das sind jetzt noch 2 Minuten im M15, beziehungsweise einfach die Hälfte der Stundenkerze ist dann um. Und oft ist es ja auch so, wenn es die erste Hälfte nur in eine Richtung läuft und dann kommt in der zweiten Hälfte dann auch gerne mal so ein bisschen was an Korrektur. Ja, aber wir werden sehen. Ja, die Idee, ne, vorhin hier oben bei der 798, also drüber Short zu gehen, die hat sich tatsächlich auch noch ganz schön gelohnt. Wo ich ja noch mal eins, ich glaube, wenn jetzt kein Webinar wäre, würde ich das machen. Aber das kann man dann halt auch, ne? Weil das hier ist natürlich, ich meine, so gegen den Trend ist immer so ein bisschen schwierig. Wobei wir jetzt aber hier, und das rechtfertigt das Ganze eben auch, hatte ich ja gerade auch gezeigt, im Daily natürlich jetzt hier halt auch langsam in den Bereich kommen, wo es wahrscheinlich nicht so ohne weiteres mehr rutschen wird. Und von daher dürften sich da jetzt demnächst die ersten Käufer dann auch hier auftun und versuchen, die ganze Geschichte hier zu kaufen. Von daher ist das schon dann auch legitim. Ne? Ich bin natürlich hier im M2 oder M5 und so weiter, keine Frage, das sind wir gerade komplett dagegen. Aber eine, zwei Etagen höher halt nicht mehr. Ne? Hier sieht man jetzt schon irgendwie mehrfach, es geht da unten jetzt erstmal nicht weiter. Ne? So, wir haben 29. Noch 10 Sekunden, dann sind die, ist die Hälfte um von der Stunde. Vielleicht kriegen wir ja noch ein kleines Tief und können die Position ein bisschen geschickter ausbauen. So, gucken vielleicht hier noch ein kleiner Impuls nach unten. Jetzt am besten kein neues Low.
oder ein kleines ist völlig in Ordnung, aber nicht irgendwie jetzt mit zu viel Wumms da unten. Und dann kann das auch mal ein bisschen was an Punkten hier bringen. So. Wir werden sehen. Geht auf oder geht nicht auf. Aber dann wäre, also ein Rücklauf natürlich in die VA, wäre natürlich schon dann nice, wenn er das macht. Und dann von dort auch mal versuchen, nochmal auf die 7, 8, 9 zu kommen. Wie gesagt, außer er sticht jetzt hier viel zu weit durch. Ich meine, das hier wäre das Maximum, da würde ich aber die auch da unten eher nutzen, wenn er das macht, um dann aber eher die Position dann wahrscheinlich eher loszuwerden. Statt jetzt irgendwie da auf Biegen und Brechen dran festzuhalten. So, hier, das war die Idee mit dem kleinen neuen Tief. Den kann man aber auch wieder ausskalieren, wenn da jetzt doch noch was nachkommen sollte. Und ja, weil man muss ja, kann ja nicht nur reinskalieren, man kann natürlich auch genauso gut irgendwie stückweise das auflösen, was eben nicht funktioniert. Ist zwar manchmal, braucht man wirklich dann halt schon Durchhaltevermögen, Geduld und auch eben muss man auch damit klarkommen, dass man halt auch eben dann Verluste generiert, aber das heißt ja nicht, dass die ganze Nummer dann halt auch zwangsläufig im Verlust enden muss. Aber es generell finde ich das, ich find, bin da immer noch ein Freund davon, von der Skaliererei. Wenn man das wirklich anständig macht, hat man einfach bessere Karten, beziehungsweise man erhöht einfach seine Chancen. Man muss es aber halt natürlich gewissenhaft machen, das ist keine Frage. So, gucken wir jetzt so ein bisschen Stich mal kurz nach oben kriegen. Oder wieder nicht. Ja, wenn man das, ich habe es jetzt hier mit zwei gleich großen Positionen gemacht. Hätte ich das jetzt hier mit einer größeren gemacht, dann hätte ich natürlich auch hier schon wieder nochmal ein paar Punkte auflösen können und mich dann halt auch auf die Art und Weise dann halt hier zurecht kaufen. Aber sie sind jetzt erstmal gleich groß, von daher war das jetzt für meine Begriffe nicht so sinnvoll, notwendig oder wie auch immer, die jetzt direkt wieder loszuwerden. Die VA ist hier oben. Da sieht man es ja. Das wäre eigentlich schon mal ganz nett. Und hier unten erstmal will da keiner verkaufen und schon wieder rutscht der Bock. Sollte mir das jetzt irgendwie zu denken geben. Da sieht man ja gerade, ist hier gerade runtergerutscht. Das heißt, die haben jetzt schon wieder ein großes Volumen da halt unten an der Stelle. Ja, mal sehen, wohin das will, das Volumen. Aber das, den Effekt haben wir ja vorhin oben auch schon gehabt, ne? Das heißt, POC ist runtergerutscht und damit auch die Verkäufer tiefer. Jetzt wollen wir hoffen, dass es das nicht wieder so ist, sondern sich das Ganze hier vielleicht mal ein bisschen umdreht. So, also auf den M5 bezogen bräuchten wir jetzt hier natürlich über der letzten, bräuchten wir ein neues Hoch. Damit da mal ein bisschen was passiert. Also hier müssten wir dann drüber über die 766. Gucken, ob wir das hinkriegen. Und wenn er da ein Stichchen macht, könnte man auch direkt die zweite hier dann wieder rausnehmen. Sieht man jetzt hier so ein bisschen schlecht, ich weiß. Aber könnte man schon machen. Oder zieht sie halt dann eben auch mit dem Stop hinterher. Weil das ist so ein bisschen schwach gerade noch, was da passiert beziehungsweise nicht passiert. Das ist so ein bisschen wenig, ne? Das ist so ein bisschen wenig. Weil hier über diese Hochs müssen wir natürlich dann jetzt schon mal drüber. Heißt aber auf der anderen Seite, sollten wir da ins Laufen kommen, kann der natürlich dann auch relativ weit kommen. Nämlich dann halt eben zum VAH natürlich von hier halt auch aus oder halt eben einfach nur zum nächsten Cluster. Da muss man gucken, wahrscheinlich passt das dann aber auch zusammen. So, schon mal zwei in der anderen Farbe ist schon mal gut. So,
So, das wäre nur das eine Hoch und das wäre halt natürlich jetzt die letzte Abwärtsbewegung und auch der Außenstab hier im M5. Und damit sind wir dann oben bei der 783 und damit natürlich auch nicht weit entfernt von der 789, was ist so generell die Stelle war, wo ich hin wollte. Ja, also hier oben, da will ich ja generell hin. So, hier sind wir jetzt im ersten Stich mal kurz drüber. Mal gucken, ob wir da jetzt noch ein bisschen was bekommen. Na komm schon, ein bisschen was geht doch hier bestimmt noch. Ja, die könnte man jetzt auch wieder rausnehmen. Aber gerade drückt er ja erstmal nach oben, von daher lasse ich die jetzt erstmal in Ruhe. Kann man dann immer noch machen. Ja, und dann einfach mal gucken, ob wir die 783 und damit eben unterhalb der 789, ob wir die jetzt erstmal kriegen. So, das war die 775, wo wir vorhin hier drunter wollten mit dem Stich, beziehungsweise ich drunter wollte. Kam einmal kurz hoch. Erstmal kurz die Füße stillhalten. Ja, und da kommen wir auch schon linear da oben. Das sieht man, das passt ja erstmal ganz gut. So, kann man auch absichern natürlich. Ja, soll ja erstmal nur ein kleiner Impuls werden, den man hier handelt. So, die eine nehme ich mal raus. Die andere würde dann oben rausgehen. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir die sogar getrailt. Im TA-Trail. Wenn nicht, dann waren es halt hier jetzt eben ein paar Punkte. Das ist ja auch okay. Ne? So, aber wie man sieht hier, ich bin kurz davor jetzt erstmal rausgegangen. Hätte man vielleicht tatsächlich besser auflösen können. Gucken wir jetzt noch ein bisschen was kriegen. 37, nochmal Point of Control. Da müssten wir jetzt nicht drunter. Da war ich vielleicht echt ein bisschen langsam. Ich meine, das ganze Ding war ja sogar auf die Gesamtposition. 15 Punkte im Plus und nicht nur auf die Teilposition. Habe ich, glaube ich, echt ein bisschen gepennt gerade. Doch, habe ich ein bisschen gepennt. Ne? Aber gut. Bisschen was kommt ja gerade noch. Also eine habe ich ja oben raus. Ich mache den. Ich schieb den hinterher. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht wirklich, der müsste jetzt schon dann wirklich direkt nach oben ziehen, sonst ist das irgendwie ziemlich sinnlos, glaube ich. Jetzt also hier auf die Gesamtposition bezogen, ne, komm, raus. Mann, es ist halt nochmal ein paar Punkte, das ist okay. So, wie waren das jetzt? Ja, nicht ganz. Ja, okay. So, gut, also das hat ja erstmal gepasst. Ne? Also hier jetzt mal die Gegenwehr jetzt erstmal. Ne? Ob das jetzt wirklich dann nach oben noch weiter auflöst, ich weiß es nicht. Ne? Ich fand aber den Exit hier jetzt eigentlich, also zumindest den einen, den ich hier oben rausgeworfen habe, der war eigentlich schon richtig da. Sieht man jetzt ja halt auch. Ne? Also vor dem Knackpunkt sozusagen, also vor dem letzten hier vor der Außenstab, vor dem Hoch, der kann schon noch weiterlaufen. Ne? Aber wenn es jetzt hier drum gehen soll, ein paar Punkte da halt irgendwie rauszufuddeln, ist es, glaube ich, eigentlich okay. Das war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Irgendwie 12 Punkte netto. Aber gut. Aber gut. Ne, weil es geht immer nur darum zu erkennen, wo ist es denn überhaupt möglich oder wo macht es denn dann Sinn, dass halt Gegenbewegung kommt. Und der könnte durchaus, ne, auf den Daily bezogen, kann der komplett umdrehen. Ne? Das ist möglich. Und ich habe ja gesagt, hier im Daily, ne, da nochmal halt drauf einzugehen, da kommen wir langsam in den Bereich, wo die Käufer sind. Und da ist es halt dann auch völlig okay, gegen den kleinen Trend dagegen zu halten. Weil nämlich im Daily natürlich halt auch die interessanteren Positionen in den Markt kommen. Gar keine Frage. Ne? Von daher darf man das schon machen, auch wenn es jetzt hier erstmal gegen den kleinen Trend ist. Den muss ich mal weg. Ich habe über Nacht habe ich auch tatsächlich eine Order vergessen. Habe ich 89 Euro gekostet. Das ist zwar jetzt überschaubar, aber hätte nicht sein müssen. So, ne?
Also hier sind wir ja dann genau in dem Bereich. So, das heißt, wenn wir da drüber kommen, über die 783, der wird auch wahrscheinlich jetzt zum Ende der Stunde hin nochmal hier die 789 nochmal irgendwo anlaufen. Also das liegt einfach so ein bisschen auf der Hand. Und dass das jetzt versucht wird, dann irgendwie zu halten. Das heißt, man kann auch hier genauso gut immer wieder, wenn man unbedingt will, da unten nochmal einkaufen, immer wieder darauf handeln und dann mal gucken, wo sich da dann halt eine Range bildet. Also ich finde es, wie gesagt, hier absolut legitim. Also hier werden ja auch diverse Zahlen gerade irgendwie in den Raum geworfen. 725, 716. Die 725 habe ich ja, glaube ich, hier. Ne? Die habe ich ja vorhin eingezeichnet. Wo ist die hin? Ah, die hatte ich nur als Order gesetzt. Ne? 725, das war ja halt dieses Tief. Ne? Klar, das ist der Peak vom Tief. Ich bin da irgendwie nie so ein Freund davon. Das ist eigentlich immer eher so, wo ich denke, ja gut, um zu wissen, wo man steht, ja, aber direkt dort zu handeln, das ist natürlich immer so eine Sache, weil eigentlich so rein von der Trendmechanik ist ja immer sauberer, wenn er halt irgendwie vor dem Tief oder vor dem Hoch dreht und nicht unbedingt dran. Also, aber klar, nichtsdestotrotzdem ist das halt legitim. 716 wirft der Timo hier gerade ein. Kann ich damit was anfangen? Ja, das ist hier die 715 bei mir. Warum ist die? Keine Ahnung. Kann ich gerade nicht zuordnen, was es ist. Da ist irgendwo eine Linie, aber die sagt mir jetzt irgendwie gerade nichts. 10. erster Gap. Ja. Aber ist ja schon lange zu, ne? Ist ja jetzt nicht neu, glaube ich, oder? So, gehen wir mal gucken, was der Kollege da drüben treibt. Also ich glaube, DAX ist, ne, erklärt soweit, dass das passt. Der kann hier zurückziehen, muss er nicht, der kann unten durchfallen. Aber das ist jetzt gerade so ein Bereich hier in der grünen Zone, wo, naja, weiß ich nicht, ob man da jetzt unbedingt dabei sein muss. Wenn man hier oben reingegangen ist, dann würde ich hier, also mal angenommen, hier oben ist man short gegangen, direkt bei der Öffnung. Dann wäre das hier jetzt eigentlich definitiv so ein Bereich, wo man sagt, na gut, da schmeiße ich mindestens mal die Hälfte raus, ja. Weil weiß ich, ob das Ding da unten durchgeht oder ob nicht genau das genutzt wird, um komplett auf Anfang zu laufen. Eigentlich ist das hier sogar ein Punkt, um zu sagen, ich stelle das Ding komplett glatt. Ja. Also ich würde nicht über solche Supports mal eben drüber weghandeln. Also wenn man Zeit hat und Geduld hat und irgendwie ein Entry, der hoch genug ist, klar. Aber wenn man jetzt hier um 9 Uhr reingegangen ist, ich wäre hier komplett raus. Definitiv. Weil mir das zu heikel wäre. Oder würde ihn halt knapp absichern und oder halt versuchen, da irgendwie einen Trail zu finden, der irgendwie passt. Aber hier unten irgendwie durchzuhalten, nach dem Motto, der geht bestimmt da runter. Schwierig. So, dann gucken wir mal den da an. Wo bin ich denn hier? Also, Dow. Also hier mal kurz einen Blick auf den. Wo ist er denn schon wieder? Habe ich den hingemacht? Hallo? Achso, ja, da. Genau. Ne? Und das ist ja der Short, der lange. Deswegen sage ich ja, bin da nicht ganz böse drum, wenn der da nicht, wenn der da jetzt einfach runterfällt, weil ich bin ja halt noch drin in der ganzen Nummer. Ich bin jetzt hier in der Stunde, aber hier nochmal, ne? Hier oben war ja der Entry, genau, bei der 400 dort rein und dann auch zwischendurch mal irgendwie alles Mögliche aufgelöst. Das waren 15 Kontrakte ursprünglich und dann 2,5 drin gelassen und dann jetzt aber hier nochmal 2,5 dazugegeben. Einen habe ich vorhin weggemacht, weil der hat mir nicht gefallen und ich würde jetzt mal versuchen, den so ein bisschen zu reiten und mal zu gucken, ob der nicht noch ein Stück weiter runterkommt. Also das fand ich für mich jetzt absolut legitim, das mal drin zu lassen und mal ein bisschen auszuhalten, weil der natürlich halt auch im größeren Timeframe komplett wegbrechen könnte. Ne? So, das heißt, er darf natürlich auch Gegenbewegungen machen, aber ich bin halt hier ja auch mega überschaubar jetzt von der Size drin, weil das kann schon sein. Und wenn man dann halt irgendwie dann halt ein Drittel oder die Hälfte von der ursprünglichen Größe da irgendwo drin hat und die laufen lassen kann, ja, warum denn nicht? Ne? Also es hält mich ja nicht davon ab, den weiterhin ja dann auch hier dann in einer anderen Strategie dann halt gleichzeitig halt zu handeln. Das passt ja schon trotz allem. Gut,
So, ob sich jetzt hier immer noch was ergibt bis um 10 Uhr, das ist die große Frage. Könnte sein. Also wir haben hier im DAU jetzt auch so ein bisschen. Wo sind hier auch schon wieder kein Future drin? Ist er nicht? Ah doch, da ist er noch. The YM. So, hängt unter der VA, die ist noch nicht mal von unten getestet. Das heißt, auch der darf einmal kurz nach oben schnippen. Von hier aus eigentlich völlig stressfrei sogar. Könnte ich ja gleich mal machen. Ja, wenn ich jetzt wieder zu lange überlege, das ist immer das Problem, wenn man gleichzeitig reden muss und dann irgendwie was sieht und dann überlegt, und dann ist es oft schon vorbei. Aber eigentlich spricht nichts dagegen, den hier mal kurz long anzupacken für ein paar Punkte. Aber man sieht auch hier nach unten, dann kam nichts mehr. Und dann hier nochmal versucht, irgendwie auch nur in die Tiefs ranzukommen, kam nichts mehr hinterher. Wir sind durch die VA hier durch, ohne einen Rücklauf. Das heißt, da wäre die nächste wirklich die plausibelste, die nächste, die plausibelste Bewegung wäre einmal ein Schnipper da oben rauf in die VA, eben basierend darauf, dass wir hier unten auch gerade nichts sehen. Habe ich jetzt wirklich die Order dahingesetzt? Okay. Gucken, ob es eine gute Idee war. Wir werden es gleich sehen. Ja, aber es könnte schon ja, auch zum Ende der Stunde, ja, auch wenn es jetzt, ich sehe schon kommen, das war ein Fehler. Wahrscheinlich habe ich, das ist wie gesagt immer das Problem, wenn man irgendwie redet und muss dann irgendwie gleichzeitig noch denken. Also was ja grundsätzlich nicht falsch ist, wenn man beim Reden auch denkt. Aber hier redet, erklärt, was erkennen, denken, handeln und entscheiden. Das ist eigentlich immer so die Herausforderung bei Webinaren. So, aber das war jetzt vielleicht ein Schnellschuss, aber ich glaube, der hat seine Berechtigung. Ja, aber hier auch jetzt erstmal nur mit kleiner Size. Man kann den ja auch irgendwie sagen, so, okay, es sichert sofort ab, ja. Und dann sehe ich ja, ob das Ding aufgeht oder nicht. Aber ich finde den jetzt nicht wirklich doof. Immer noch nicht. So, dann mal gucken, einmal da drüber. Na, hier oben an die VA. Viel weiter will ich eigentlich gar nicht. Ist jetzt natürlich super eng abgesichert. Das mache ich aber jetzt auch nur, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich wirklich alles, ob ich hier nichts übersehen habe. Ansonsten gehört der Stop natürlich hier unten hin, ne? Keine Frage. Also zumindest unter das Low von der Kerze. So, aber wenn man da schnell war, 13, 10 Punkte waren das ja gerade, ne? So, auch wenn ich jetzt hier nur zwei mitgenommen habe, das waren auf jeden Fall 10, weil da wäre jetzt halt wirklich so die nächste plausible Bewegung. Einfach hier ran, ne? Also nochmal, damit man es versteht. Ups. Nicht. Aber damit man es halt versteht. Da, hier war ein Low. Danach kam kein neues Low. Das ist mal das. Das ist mal so das eine. Das ist mal so das eine. Und dann hierhin, weil wir an der Stelle hier die VA hatten. Was haben wir hier heute? Da war die VA durchgerutscht und nicht zurückgetestet. Das wäre ganz klar der nächste Punkt, der hier angelaufen werden müsste. Ne? Also auch wenn ich den Trade hier nur mit zwei Punkten herausgenommen habe, also wer es gemacht hat, ich habe ja gesagt, hier kommt der Stop hin, auch wenn es keine Empfehlung ist. Es ist ja nur eine Beschreibung dessen, was man machen würde. Also an die das 691, da kommt der Stop hin. Das ist hier das letzte Low innerhalb der laufenden M5 und M15. So, und dann hier oben sollte man dann den Trail reinwerfen und hat dann höchstwahrscheinlich 20 Punkte im Sack. Oder halt eben natürlich hier raus an den Hochs, ne? Und dann hat man halt eben 10 Punkte. Auch okay. Ja, aber das ist relativ, finde ich, gut greifbar hier unten. Und da haben wir halt auch im Daily, ne, ich meine, das sieht alles andere als long aus, aber wir haben hier Käufer, Käufer, da war ein Käufer. Ja, also hier ist eindeutig eine Käuferzone. Und von daher völlig in Ordnung, das so zu machen. Wie gesagt, der kann sogar wesentlich weiter nach oben laufen. Das ist durchaus möglich. Und das muss also jetzt hier nicht unbedingt auch beim Scalp bleiben. Der kann auch komplett da oben rein knattern.
Ja, mal gucken, ob die Bewegung jetzt hier aufgeht. Wie gesagt, ich bin nur rausgegangen, weil ich mir jetzt gerade nicht sicher war, ob ich auf die Schnelle wirklich alles, während ich hier das erkläre, auch alles gesehen habe, was ich ansonsten mir angucken würde. Aber dann war es halt ein theoretischer Trade. Auch in Ordnung. So, soll ich hier einmal in die VA. Am besten einmal durch, direkt bis darauf. Das wäre natürlich noch besser. Gucken wir uns das mal an, ob das gelingt. Nur hier müsste jetzt nicht mehr unbedingt drunter. Ich glaube, hier bin ich reingegangen, ne? Irgendwo da so. Bei der 701. So können wir eigentlich mal gucken, ne? Gerade. Ja, 2,19 €, hurra. Gucken, wo war er denn? Bei 7 und 2, genau. Da war der Entry. So, sind 16 Punkte. Bis hierher und bis dahin, da will ich ja mal sonst was drauf wetten. Also die 7, 2, 7, dass die jetzt zumindest in einen kleinen Stich gleich kommt und das wären dann 25 Punkte. Theoretisch zwar jetzt hier nur, aber okay. Was sagt der M5? Man sieht es ja hier auch schon ein bisschen. Also, ne, das ist ja schon so eine kleine Tendenz jetzt mittlerweile wirklich erkennbar. Der kann zwar nochmal da reinstechen, aber trotzdem sollte da gleich oder früher oder später jetzt irgendwie noch was nachkommen, ohne dass wir da jetzt ein neues Tagestief sehen. Und zumindest mal ein Stück weiter drüber laufen. Und dann, wie gesagt, hier das VRL wäre so das allererste. Und aber wenn er sich darin wieder etablieren kann, also in der Value Area, also in dem Bereich, wo heute 70% des Volumens gehandelt wurden, dann sind wir natürlich auch ganz schnell wieder am POC. Und das heißt, da wären wir dann sogar wieder bei 840. Das wären natürlich 150 Punkte. Kann sein, kann aber auch sein, dass er hier scheitert. Das muss man dann halt einfach sehen. Und wenn er hier jetzt scheitert, das heißt an der VA, jetzt gleich bei der 727 und dann kriegen wir keinen POC, kriegen wir keinen Rücklauf, sondern dann kriegen wir eher ein neues Tagestief. Gut. So, ich bin der Einzige, der hier redet. Noch alle anderen. Das ist normal, ne? Ich bin der Einzige, der redet, alle anderen sind stumm. Manchmal hat man Gedankengänge, dann fragt man sich selber, was hast du denn heute Morgen geraucht? Nein, ich wollte sagen, es wird wenig geschrieben gerade. Also ihr könnt nach wie vor natürlich euren Input geben oder Fragen stellen. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und schlaft nicht etwa dabei ein. Der Heiko ist auch noch da. Das ist eine Ehre. Heiko, wenn ich irgendwas Doofes sage, du hast jederzeit das Recht, mich zu korrigieren. Vor allen Dingen, wenn es um solche Geschichten geht, die dann halt eben das Volumen betreffen. Aber ich glaube, so ganz blöd war das jetzt gerade nicht, ne, was ich gesagt habe. Das ist ja auch eigentlich typisch. Ich meine, die Value Area steht ja auch immer dafür, also die 70% für das, wo sich der Markt konzentriert hat. Und das heißt natürlich auch, wenn er den Bereich verlässt, wie jetzt hier, und sich dort etabliert, dann heißt das ja einfach nur, das ganze Volumen, die Konzentration des Volumens verschiebt sich dann halt, ne? Und klar, umso wahrscheinlicher ist es halt, wenn er halt eben sich nicht drunter etablieren kann und dann halt direkt wieder reinläuft und dann auch nicht mehr raus aus der Value Area kommt, dann laufen wir höchstwahrscheinlich dann auch wieder an den Point of Control. Das heißt, einfach nur da, wo das meiste Volumen gehandelt wurde, ne? Weil ich meine, wenn der Markt gehandelt wird, muss das Volumen hier reinkommen und logischerweise, wenn dort das meiste war, wird es auch dann dort recht schnell wieder landen, ne? Also ich meine, es ist ja einfach ein mathematisches Ding, weil wenn halt eben so viele Kontrakte gebraucht werden und dann muss es ja dort einfach, oder beziehungsweise dann letzten Endes müssen die dort gesammelt werden, muss überhaupt zur Verfügung stehen und standen die ganze Zeit. Ne? Das ist ja logisch. Ich vergleiche es immer mit dem Bäcker, wenn man irgendwie 100 Brötchen braucht, geht man ja auch nicht zum Metzger, nur weil der Brötchen mit Wurst verkauft, sondern man geht ja dann direkt zum Bäcker, weil dort halt einfach die meisten Brötchen rumliegen. Und genauso ist es halt mit dem Point of Control.
Dort liegen einfach die meisten Kontrakte, höchstwahrscheinlich. Zumindest wurden dort die meisten gehandelt. Also ist es dann halt auch relativ klar, dass das dann auch dort wieder der Fall sein wird. Ne? So, hier sieht man ja halt jetzt auch, ne? Also die Idee, wir haben zwar immer noch, hier fehlen zwar immer noch an 10 lächerlichen Punkten, aber gut. Das ist auf jeden Fall so das Target jetzt hier, wo der Markt jetzt erstmal hin will, an das VAL und dann halt rauszufinden, bleiben wir da unten oder wollen wir doch wieder rein? Da waren wir jetzt irgendwie gerade 2 Punkte davor. Ich glaube, das kann man als getroffen, darf man das definieren. Bei welcher Marke ist der POC? Der ist bei 839. Ja, im Kassa. Also ist ja umgerechnet, ne? Der kommt ja aus dem Future, der POC, also der Point of Control, und das wird ja hier gemappt, ne? Also das heißt, was man hier sieht, ist ja, wenn ich ja die Live-Tradings bei FX Flat mache, ist ja immer das Volumen aus dem Future, was dahinter liegt. Auch wenn ich hier im CFD bin, trotzdem handle ich nach dem Volumen des Futures und nicht vom CFD. Und deswegen umgerechnet ist es dann halt eben genau an dem Punkt, also hier bei der 839. Das sollte passen. So, gut. Da passiert ja irgendwie gerade nichts mehr. Ist aber auch nicht schlimm. Das passt ja soweit, was da halt, was ich ja so, da beschrieben habe und besprochen habe. Und jetzt irgendwie drauf zu spekulieren, wie jetzt, was jetzt nach der Stunde passiert, ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen sinnlos. Man könnte nach Legenden jetzt natürlich gehen und sagen, ja gut, wenn die 7, 8, 9 mit Stundenschlusskurs unterschritten sind, dann kriegen wir da einen Rücklauf oder nicht unbedingt einen Rücklauf, aber dann sollte eigentlich der nächste Punkt kommen, das wäre die 730. Das wäre so der erstmal der Ansatz nach Legende. Problem ist, also eigentlich ja, ne? Wir haben aber hier auch die 856 unterschritten. Das heißt, es könnte natürlich auch sein, dass der dann halt eben nicht funktioniert und man dann bei der 856 ansetzen muss. Das wären so die einzelnen, einzigen Punkte, die hier meines Erachtens dann relevant sind. Aber wie gesagt, wir hängen hier in der Käuferzone. Darf man nicht vergessen. Von daher kann es genauso gut sein, dass da unten gleich getestet wird und dass wir von dort dann eben auch wieder auf Anfang ziehen. Sollte man bei so einem Move eben auch im Auge behalten. Gut, ich würde mal sagen, das war es dann an der Stelle von meiner Seite. Also waren ja dann halt irgendwie 12, 13 Punkte im DAX praktischer Natur. Und irgendwie hier dann theoretischer Natur irgendwie so 20, ne? Und glaube ich insgesamt ganz okay. Ja, gut. Florian, bist du schon eingeschlafen? Oder bist du noch da? Ich bin die ganze Zeit da. Sehr schön. Ich habe das Gut. genau gehört mit dem, was du heute Morgen geraucht hast. Also. Sehr gut. Sehr gut. Demnächst erhältlich dann bei FX Flat in kleinen abgepackten Dosen. Ja, nein, auf keinen Fall. Obwohl es ja jetzt legal, habe ich gehört. Ne? Also die hänge ich dann schon wieder da. Man kann ja diverse Substanzen, kann man jetzt ja auch ganz legal in Deutschland, glaube ich, verkonsumieren. Aber gut, gehen wir dann ja nicht drauf ein. Nein, ich habe heute Morgen nichts geraucht, nur vielleicht zu wenig Kaffee getrunken. Ich bin so früh aufgestanden, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das ja soweit gepasst, glaube ich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und war ja auch recht viel los. Bedanke mich natürlich dafür, dass ihr dabei gewesen seid und natürlich auch an dich, Florian, dass du nicht eingeschlafen bist Natürlich nicht. und jetzt gleich gerne das letzte Wort übernehmen möchtest. Danke, danke. Gut, danke dir, ne, fürs Webinar und natürlich auch den Teilnehmern, dass sie so zahlreich beim ersten Live-Trading direkt dabei waren. Den Dirk sehen wir wieder tatsächlich am 1. Februar zum nächsten Live-Trading. Also haben wir dich sogar zweimal in einer Woche, Dirk. Einmal dienstags zum Börseneröffnung und freitags direkt dann zur NFP. Boah, soll ja auch nicht langweilig werden, ne? So sieht's aus. Gut, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, falls wir uns nicht mehr hören. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.